Wahrscheinlich muss ich runter und dann komme ich dann. Ah, okay, ja. So, dann auf ins Getümmel, ne? Nochmal nachladen und so. Das ist so gemein. Na, mal schauen. Und noch ein Büchlein. Oh, guck an. Erntewerkzeugen und Arbeitsstationen. Mit den Dingern habe ich auch echt. Da kann ich handeln. Da liegt wer rum. Hier schon mal weg. Man kommt da so schlecht dran. Na, guck. Na, läuft. Nein, nein, nein. Nicht mich hier kaputt machen, ist nicht. Ach, jetzt wieder die Kopfschmerzen. Nicht cool. Kohle, na super. Panzerbrechende Munition, ja, okay, schön. Nehmen wir halt noch mal ein bisschen Zement mit. Nicht die Welt, aber hey. Na, kommen sie jetzt alle von unten? Nee, von draußen. Oh weh, ich habe schon wieder eine Horde hier. Das kann nicht wahr sein. Tatsächlich. Geh weg. Oh Gott, den habe ich gleich kaputt gemacht. Das ist ja niedlich. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich die Tür dann noch zulasse, aber wiederum kommen dann keine mehr von außen rein. Wiederum komme ich auch nicht so schnell wieder raus. Hätte ich nicht zwei Bücher gefunden? Na, egal. Na komm. Wer weiß, wofür es gut ist. Jeden Fall muss ich doch hier eigentlich die Treppe rauf und nicht runter. Leise. Okay. Wo seid ihr? Es ist mir hier viel zu ruhig. Ah. Ups, das war keine gute Idee. Wie man gesehen hat, können die durch. Wow! Nachladen, nachladen, nachladen. Tschüss. Ja, keine gute Idee, keine gute Idee. Oh, Puls, Blutdruck, alles. Das war lustig. Aber mit Sicherheit noch nicht alles hier. Muss ja noch irgendwie. Irgendwie habe ich gerade einen Schatten gesehen.
Das ist eine Rohrbombe übrigens. Eine Topfbombe. Also nicht anfassen. Schmerztablette vielleicht. Was zu essen nehme ich auch. Was haben wir hier? Fertigung von Sprengstoffen. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Und die Mütze behalte ich tatsächlich, da ich ja noch irgendwann mal vorhabe, ins Schneegebiet zu gehen. Und dann brauche ich wirklich eine Mütze. Wobei ich dann eigentlich eher den Mützenmod bräuchte, statt eine warme Mütze. Da hinten liegen sie. Und da ist auch der geile Stuff, oder? Okay, der läuft aber. Ah, die laufen beide. Oh, 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 wo ist mein. Wo ist. Wow. Das läuft ja mal wieder hier. Verstauchtes Bein. Behandelte Schürfwunde, ne? Infektion. Überlastet. Kopfschmerzen. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ich glaube, ich sollte mal noch eine Bandage nehmen. Ja, also, ne? Und ich bin noch nicht fertig. Wie man sieht. Aber ich habe immer noch die Chance, ein Schmerzmittel zu finden. Da geht's nach oben. Doch kein geiler Stuff hier. Na, was kriege ich hier? Hoffenweise. Naja, hoffenweise ist auch übertrieben. Hey, immerhin Vitamine. Gut, Baumwolle kann man sich klemmen. Ich, trink mal was, ne? Na guck. Immerhin schon mal ein kleines Ding. Fertigung von Knüppeln. Und ich bin überladen. Und ich habe nur noch ein Tape hier. Das wird jetzt echt eine enge Kiste. Dann würde ich mal sagen, ersetze ich den durch den. Dann gucken wir mal, was da noch so auf uns wartet, ne? Nichts Gutes. Boah, zwei Ebenen, das ist schon wieder super hier. Das ist die Treppe, okay. Boah, was tue ich mir da nur an? Cheap. Kommt doch bestimmt gleich hier. Säuber das Gebiet, ja. Wo seid ihr denn? Puh. Das waren aber noch nicht alle. So, jetzt kommen sie. Wow! Wow!
shit, shit, shit. Nein, nein, nein. Boah. Alter Schwede. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Oh. Wo ist mein Verband? Ich brauche da mal so ein paar. Ja, läuft, ne? Also, hätte ja nicht besser klappen können. Nehmen wir das mal. Vielleicht hat das irgendeinen Effekt auf irgendwas. Und nein, natürlich bin ich immer noch nicht fertig. Und ich habe nur noch 30 Munition, was nicht so viel ist. Und wie man gesehen hat, passen die gut durch die Tür. Oh Mann, ey. Gucken wir erstmal, ob hier alles sauber ist. Was zu futtern ist jetzt nicht das Schlechteste. Wenn es denn was zu futtern gewesen wäre. Weg damit. Okay. Boah, Trommelmagazin. Geil. Ja, also, das ist, nicht so einfach jetzt. Man muss Prioritäten setzen. Wiederum nützt mir das gerade auch nichts, wenn ich, na wohl, 51 noch, könnte dann mehr. Mal gucken, ob das geht. Ich nehme mich da mal raus. Wie viel kann ich jetzt? 30. Jetzt sieht das ziemlich eng hier aus. Mal gucken, was noch auf mich zukommt. Das wird es ja noch nicht gewesen sein. Hä? Juhu, was zu essen. Lebenspunkte heilen. Das stinkt gewaltig. Boah, echt jetzt? Natürlich muss ich durch diesen ganzen Kram, der hier Lärm macht. Prima, das heißt, wenn hier eine Eisentür ist, ist das richtige Gedöns dahinter. Und ich bin so richtig am Arsch. Und ich glaube nicht, dass es das schon war, da wir ja noch ein paar offen haben. Mal gucken, ob es das bringt. Ah, ich weiß was. Ich kann Spikes setzen. Spikes, Spikes, Spikes. Hier, guck mal. Ich habe zwar keinen Platz dafür, aber... Oh. Und dann noch so ein Vieh. Guckt euch das an. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, was ich mit diesem Woodframe hier vorgebaut habe. Geh weg. Das heißt, so einfach kommen die jetzt mal auch nicht da so rein. Okay, das ginge einfach. Aber das waren immer noch nicht alle. Natürlich nicht.
So. Der bleibt natürlich stehen. Ich glaube, die Spikes haben auf jeden Fall was gebracht. Frage ist, wo geht's hier weiter? Weil das war's ja noch nicht. Irgendwo, da oben. Da unten muss ich nur hin. Ja, nach ganz oben. Prima. Oh, ein Glück. So, was haben wir hier eigentlich? Oh, guck, Nitrat. Das ist ja auch nicht zu verachten für nachher Schießpulver. Also wie man sieht, das Gebäude hat hier schon ein bisschen länger gedauert. Und ich habe immer noch nicht alle getroffen, weil unten noch ein Zombie ist. Das kann der Hund noch sein. Na gut, den kriege ich auch noch abgeknallt. Nein. Was zu essen, okay. Jetzt mal Prioritäten setzen hier. Ich habe diesen Mod und ich habe... Kann ich nichts anpacken? Na, auch nicht. Nochmal. Jetzt haben wir da Handwerksfertigkeiten und Lagringe. Naja, gut. Schauen wir mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen. Ja, der Hund ist dann noch. Und noch so ein anderes Gedöns. Juhu, fertig. Ein Kinderspiel. Das war gar nicht so ohne. Nochmal gebrochen. Was brauche ich eigentlich dafür? Eine Schiene, gebrochenes Bein. Ist mir jetzt mal egal. Das war doch erfolgreich. Jetzt krieche ich hier mal eben so lang. Aber bis zum Trader schaffe ich es noch. Wo ist er denn? Da hinten. Stell dich mal nicht so an hier. Kannst ja wohl mit einem gebrochenen Bein Fahrrad fahren. Noch ein Hasen gefällig. So für zwischendurch. Boah, ich will endlich ein Motorrad. So, Antibiotikum, Stahl, Eisenschaufel. Na komm, Antibiotikum ist, glaube ich, wichtiger. So, Inventar. Der kann weg. Das da und das da. Bitte, hätte ich gerne wieder. Ja. So, quatsch nicht. Gib mir Honig. Honig, 216. Kaufen. Und benutzen. Genau 5%. Hoffen wir mal, dass es gereicht hat. Aufgaben. Machen wir mal Stromzufuhr wiederherstellen. Es war leider ein Kilometer entfernt. Muss diese Aufgabe von... Eigentlich wäre das jetzt ideal. Aber diesen Kilometer entfernt, das wäre eher was für morgen. Ja, komm, abholen. You better not fuck this up, or I'll cut you guts. Kriech, Fleisch. Ich sollte auf jeden Fall meine, wie nennt sich das? Widerstandsfähigkeit, das war's. Das müsste ich auf jeden Fall mal skillen. Damit ich nicht ständig hier so viel abkrieg. Aber zum Glück sind wir auf jeden Fall schon einen Ticken schneller mit dem Rad unterwegs als zu Fuß. Macht ja auch schon mal was. Und
Dann sind wir auch schon bei unserer Base angekommen, haben genügend Zeit, um uns zu regenerieren und uns für den nächsten Tag startklar zu machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, seid gespannt. Eure Bora.